Ist dein Kind da gerade Nachtisch zum Mittagessen? Das ist sein Mittagessen? Kuchen? Sollte das nicht besser Nachtisch sein? Keine Ahnung, also ich mag das Konzept von Nachtisch irgendwie einfach nicht. Also Nachtisch impliziert ja, dass man eigentlich schon satt ist und sich im Anschluss nur irgendwie was Süßes gönnt. Und Nachtisch wird ja auch oft als Belohnung oder Bestechung benutzt. Zum Beispiel, wenn du den Salat jetzt nicht aufisst, dann bekommst du später keinen Nachtisch. Ich möchte aber, dass meine Kinder nur essen, wenn sie hungrig sind, und ich möchte Lebensmittel nicht als Belohnung oder Bestechung benutzen. Hä? Du kannst deinem Kind doch nicht nur Kuchen zum Essen geben. Das ist total schlecht für die Entwicklung. Mein Kind isst aber nicht nur Kuchen, also er isst eigentlich total selten Süßes. Ich verstehe es nicht. Wir haben Lebensmittel nicht kategorisiert in gut oder schlecht oder sonst irgendwas. Und natürlich bieten wir ihm normalerweise gesunde Sachen an, aber wenn er explizit den Wunsch äußert, was Bestimmtes zu essen, dann darf er das auch. Also es gibt einfach keine Verbote.